Yo, 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 was Gucci? Herzlich willkommen zu einem neuen köstlich-schmöchtlichen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Und mir geht's natürlich auch nur gut, wenn's euch allen noch gut geht. Und let's get it, wir starten rein. Ich erkläre euch jetzt, wie ihr im Notfall ein Flugzeug landen könnt, wenn die Piloten nicht mehr handlungsfähig sind. Speichert euch das Video am besten ab. Zuallererst gehen wir in meinen selbstgebauten Flugsimulator. Das Wichtigste, wenn ihr euch ins Cockpit setzt, ist eine bequeme und gute Sitzposition. Danke, aber ich brauche nicht die Anleitung, weil ich habe GTA 5 gespielt. Das habe ich dort schon alles gelernt. Alles gut. My dad built a log. Wow, einmal Applaus bitte. Das ist ja ein krasses Schloss. Das hält die Einbrecher ja wirklich fern. Spaß, das hält so gut zusammen wie ich und meine letzte Beziehung. Einfach mal mitten in der Nacht um 3 Uhr morgens das Hotel wecken. Yo, das sind alte Träume von mir auf der Klassenfahrt gewesen. Können wir? Okay. Die Armen, die dort wirklich schlafen, ja? Hinter einer Tür ist vielleicht ein Pärchen, was sich extra einen Tag Auszeit genommen hat von den Kindern, um endlich mal wieder Zweisamkeit zu genießen und abzuschalten. Und dann kommt der mitten in der Nacht um 3 und nimmt alles auseinander. Gottloser Prank, wirklich. Ekelhaft, ehrenlos. Und wo wir gerade schon so über das Thema Schlafen reden? Nee, das wollte ich euch jetzt eigentlich nicht zeigen. Keine Ahnung, wieso das jetzt hier drin ist. Naja, worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, wir kennen das doch alle, wenn wir gerade so kurz vorm Einschlafen sind, aber noch das Handy in der Hand haben und irgendwelche Videos gucken. Obwohl wir halt schon längst schlafen sollten. Und wir wissen es auch. Und manchmal fällt das Handy einem dann halt voll in die Fresse, weil man die Kontrolle über seine Hand verliert und die einschläft. Sieht dann ungefähr so aus. Und zum Glück hat auch dieser Typ hier die Lösung für das Problem gebaut. Seht selbst. Konnichiwa, Kazuya Shibata desu. Aomuke de smaho o tsukatteiru toki, kao ni otoshite shimau koto arimasu yo ne. Sonna toki ni go shoukai suru no ga Ganmen Smaho Shield. Tsukaikata wa totemo kantan. Sochi ni atama o setto shitara, ato wa smaho o... Wow. Das nenne ich Innovation. Otosu dake. Smaho ga rakka shita shunkan ni ganmen o mamoru shield ga hirakimasu. Kore de anshin shite smaho o tsukau koto ga dekimasu ne. Ganmen Smaho Shield no go shoukai desu. Ja, sehr geil. Danke für diese Maschine. Ich kann es kaum erwarten, mir das Teil zu kaufen für 500 Euro und so an mein Bett zu legen. Einfach das Handy nicht ins Bett zu nehmen, wäre auch viel zu aufwendig. Lieber sowas bauen. 500 IQ. Und wow, 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 wow. Ich sehe immer wieder, dass mich Leute fragen, yo, machst du eigentlich als erstes Milch oder Cornflakes in die Schüssel? Und ich bin euch ehrlich, bis vor einiger Zeit war ich noch am Team Milch als erstes und dann Cornflakes. Aber seit gestern habe ich realisiert, dass es nur einen richtigen Weg gibt, der bis jetzt unbekannt ist. Und zwar dieser hier. Erst die Milch, dann die Cornflakes und dann die Schüssel. So ist es richtig. Jeder, der was anderes sagt, ist ein Hater. Ein DJ. Ich bin ja ein Riesenfreund von guter Musik. Lass mal hören. Zeig mal so deine Künste im Auflegen. Was geht jetzt ab? Ich dachte, das ist eine gute Veranstaltung oder Show. Was müssen sich die Leute da im Hintergrund denken? Wow, das hat mich echt vom Hocker gehauen. Sehr, sehr stark. Ich glaube auch, das war irgendein Geburtstag und dieser DJ wurde gemietet.
Bro, imagine, ihr wollt nur einen chilligen, normalen DJ für gute Musik auf eurer Party und auf einmal bekommt ihr sowas und müsst ihn sogar noch bezahlen. Also am besten hat mir der Part hier gefallen. Ja, ja, sehr nice. Kommt gut für die Ohren. Joink. Ja, selber schuld auch. Wer flext doch mit so einem Bündel in Amerika, mit offenem Fenster? Die klassische Karma-Schelle existiert ja wirklich. GG's an der Stelle. Ich weiß nicht, wer von euch das fühlt, aber kennt ihr diesen Moment, wenn ihr zu Hause seid und plötzlich miesen Hunger habt? Ihr bekommt zur Fressfläche, dann öffnet ihr die Tiefkühltruhe und holt euch eine nice, köstliche Tiefkühlpizza raus. Wow. Geil. Dann geht ihr zum Ofen, schaltet den Ofen an, packt die Pizza rein und geht irgendwas anderes machen. Und warum auch immer wird die Pizza dann im Ofen vergessen. Und der Boden ist komplett verbrannt und verkohlt und schwarz. Und naja, sollte euch sowas mal passieren, ich hab die Lösung dafür gefunden. Ich kann echt nicht glauben, dass das wirklich so gut funktioniert hat. Das Ergebnis ist wirklich stark. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, sollte mir die Pizza verbrennen. Danke für den Tipp. Gomme-Mode. Wer in der Social-Media-Abteilung kam auf diese Idee? Was habe ich mir da gerade angeschaut? Welcher neue Mitarbeiter kam auf die Idee, so ein Video zu machen für den Firmenaccount? Ja, die Story. Lass einfach einen alten Mann Bier kaufen und dann tschüss sagen. Starker Werbespot, Mann. Ach ja, und da ja heute Halloween ist, also falls ihr euch verkleidet, glaubt mir mal, euer Kostüm kommt niemals an das von dem Bray hier ran. Oh mein Gott, einer von denen hat sich einfach so erschrocken, dass er sich ins Trauma geschickt hat. Der Arme. Aber alles gut, der ruht sich da nur ein bisschen aus. Der macht gerade Mittagsschlaf. Das ist wirklich gruselig. Würde ich mit Jungs draußen unterwegs sein und dieses Teil kommt aus der Nebenstraße aus dem Gebüsch raus? Ich könnte für nichts garantieren, wir würden das Ding einfach attackieren. So, zur Selbstverteidigung natürlich. In the middle of the class is crazy. Oh. Der sieht einfach so aus wie einer von Squid Game. Lil Bro hat paar Purzelbäume runtergemacht. Was ein Auftritt, wirklich. Aber ab jetzt kennt ihn jeder. Und was muss sich eigentlich der Professor gedacht haben? Taylor Swift Fans are on another level. That's a great deal. Hallo, hallo. Wieso rasten die so aus? Die hat Geist gesehen gerade. Okay, verstehe ich das richtig? Die gehen einfach auf Konzert von Taylor Swift, wo sie halt obvious ihre Lieder spielt. Weil das ist ihr Konzert, ihre Lieder. Und dann flippen die komplett aus, sobald sie ein Lied von sich spielt. So, yo, warum freut ihr euch so? Das macht doch gar keinen Sinn. Achtet mal auf die, als ob sie besessen ist von irgendwas. Ja, also ich wünschte, ein paar von euch wären auch solche Fans von mir und würden so abgehen jedes Mal, wenn ich ein neues Video mache oder einen Joke bringe. Das wäre mein Traum, echt. Wow. Endlich gibt es auch mal was Schönes hier in diesen Videos zu sehen. Endlich auch mal was Sinnvolles. Nehmt euch doch mal ein Beispiel an diesen Leuten. Jeden Tag eine gute Tat. Wirklich, ich finde das richtig nice, Mann. Solche hilfsbereiten Leute, die einfach das Reh dort in dieser Notsituation sehen, weil es sich im Zaun verfangen hat. Und es einfach befreien, Mann. Wir brauchen mehr von solchen Leuten. Und endlich ist das Reh wieder frei. Musik.
Ja, okay. Vergesst, was ich gesagt habe, Mann. Tiere sind wirklich so unglaublich dumm, ne? Wie kann man denn so wenig Gehirnmasse haben, dass man von dem Zaun, wo man gerade drin stecken geblieben ist, rausrennt, eine Kurve macht und direkt 2 Meter daneben in den gleichen Zaun reinspringt und wieder festhängt? Yo, 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 yo. Also ich will nichts sagen, ne? Jeder ist sein eigenes Glückes Schmied, deswegen ich würde dem Breda auch jetzt nicht mehr helfen. Soll er selber sehen, wie er rauskommt. Ich dachte jetzt, ich bekomme hier so eine richtig nice Show, so einen richtig nicen Cocktailmixer. Aber nein, es war das komplette Gegenteil. Der Arme wird sich nie wieder von diesem finanziellen Schaden erholen, ne? Er hat da wirklich gerade sein komplettes Vermögen umgekippt. Oh mein Gott, das tut mir so leid, Mann. Also so richtig, richtig leid. Guck doch mal, wie er das schön alles angerichtet hat. Und schon seinen kompletten Stand vorbereitet, weil gleich geht der Markt auf und die Kunden kommen. Und er muss Brot nach Hause holen für seine 7 Töchter und 18 Söhne. Und dann passiert ausgerechnet das. Einmal ein dickes F an diesen gefallenen Mann. Und naja, wisst ihr, wie ihr genauso cool werdet wie er? Wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lässt. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.